Einen wunderschönen guten Tag, Abend, Nacht, Morgen oder zu welcher Tages- oder Nachtzeit ihr auch immer das Video schaut. Schön, dass ihr euch wieder zu mir verehrt habt mit dem Replay vom Objekt 268, eingeschickt von MasterNoob 089. Und wir haben hier die Karte Feuriger Bogen und verhältnismäßig viele Achter, wenig Neuner und ähnlich wenig Zehner. Also von dem her, da müsste doch was drin sein. Kurz vielleicht ein, zwei Worte zum Objekt. Objekt hat 303 Durchschlag mit Normal und 395 mit Premium. Wir sehen hier vorne, dass der Wirkbereich, man sieht es an der Minimap, beziehungsweise hier drüben am UI ganz gut, dass der Wirkbereich sehr klein ist, also nach rechts und links schwenken ist kaum drin. Da muss sich der Panzer immer mitdrehen, deswegen macht es bei dem eigentlich eher weniger Sinn, unbedingt ein Tarnnetz mitzunehmen. Also hier der Spieler hat auch keins. Man kann es natürlich machen, aber man hat es halt, sobald man sich kurz nur bewegt, eigentlich schon wieder dann deaktiviert. Man könnte vielleicht einen Schuss dann setzen, aber ja, ist natürlich eher semi-optimal. Jetzt schauen wir mal, wo uns der Master Noob denn hinführt und wo er hier sein Spiel machen will. Ich glaube nicht, dass er auf den Hügel direkt fährt. Das würde mich ja dann doch jetzt schon eher verwundern. Aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Ja, der fährt doch hoch. Ich dachte, der spielt hier defensiver. Ja, hinter ihm kommen auch noch Spieler mit. Das ist wichtig. Und da schon den ersten dicken Hit auf den AMX und hat ihn auch gleich aufgeklärt, sodass er hier auch noch den Assist bekommen wird. Jetzt hätte er wieder nachgeladen, aber scheinbar orientiert er sich jetzt hier unten da auf die Leute, die da stehen. Ganz schön schwieriger Schuss, ja. Der war fast klar, dass der nicht klappt. Der T32, kommt der hoch? Sieht eher nicht so aus. Vielleicht jetzt hier. Oh ja. Waffenträger. Ja. Da bekommt er zwei Treffer hintereinander und hat da ein ganz schön schlechtes Leben. Der Waffenträger, da gab es ihn noch. Ein Replay aus Version 9.14, wie ich jetzt gerade erst sehe. Aber auch nicht schlecht. Da sieht man wenigstens nochmal in der Ferne den ehemaligen deutschen Sternzerstörer. Jetzt ist er ja durch das lange Rohr der Grille abgelöst worden. So, und auch hier der Durchschlag ist natürlich enorm. Und da kann man im Prinzip eigentlich treffen, wo man will. Wenn der Winkel gerade passt, dann kommt man auch durch. Oh, hier hat er nur gekettet. Allerdings kein Schaden. Aber man sieht, der Reload ist wirklich vernünftig schnell. Und jetzt trifft er aber dann doch satt. So, der VK. Also wirklich, hier kann er schießen, wie er will. Geht auch nicht mal mehr auf. Da wird er nicht gespottet. Da hat er natürlich den Busch ideal einfach die Position. Aber man hat jetzt hier gut gesehen, dieses Drehen. Und auch da etwas vorgehalten. Und dann klappt es auch. 2 zu 6 für den Gegner. Also am Schaden kann man es nicht sagen, dass es hier an ihm liegt.
Oh ja, das ist ein schwieriger Schuss, da muss er verhältnismäßig lange ins Leere zielen, weil der Gegner so viel vorher wieder zugegangen ist. Schade darum. Und hier auch, da kann der Kernermann halt hochkommen und nur das Fitzelchen von seinem Turm zeigen und das langt ihm halt, um da den Damage an den Mann zu bringen. So, der E5. Schade, hat das eigentlich probiert. Na gut, dann halt der Rheinmetall. Ja. Also, vom Schaden ist er aktuell super fleißig. 6659 derzeit schon gemacht, aber noch keinen Kill. Jetzt macht er seinen allerersten Kill bei 7000 Damage. Da muss man mal sagen, holla die Waldfee. So, der 50B. Ah, der wäre wichtig gewesen. Schade, schade. Aber nicht so schlimm, der wird ja trotzdem rausgenommen. Der Waffenträger, den nimmt der Jagdpanther schon raus. Und man sieht halt einfach wieder mal, was dieser Hügel hier für eine Wirkung hat und wie wichtig der auch ist. Zweiter Kill. Der Indian ist da zu weit weg. Auf der Minimap sieht man ihn nur, aber sieht, die Drawing Range ist einfach weiter. Auf dem Waffenträger, da kommt er wieder drauf. Aber ein fast unmöglicher Schuss. Wow! Sehr gut. Also da hätte ich nicht gedacht, dass er den da trifft. So, jetzt so wie es aussieht, wollen sie jetzt auf den Kernermann draufdrücken. Er wird hier gefragt, gibt es Verstanden dazu? Also von dem her wird es nun soweit sein. Jetzt will er ihn wohl rammen. Rammt ihn weg. 9000 Schaden. Also, das ist fast schon das Fünffache von dem, was er selber an Hitpoints hat. Oder anders gesagt, er hat so gesehen Schaden gemacht. Ach, das ist uferlos. Nein, schade, schade. Da hätte der noch ein bisschen länger stehen bleiben müssen, also hier der Gegner, dann hätte er ihn wahrscheinlich auch mit dem Schuss weggemacht. So, und jetzt vielleicht von hinten ran, genau über die Gleise und dann ins Heck ballern. Der Jagdtiger bekommt da einen. Der hat leider nicht gesessen. Auch wieder. Also so die das letzte Fitzelchen Glück fehlt ab und an hier, muss ich sagen. Jetzt ja endlich Jagdtiger weg und springt damit auch
die 10.000 Damage Marke. Also ich glaube vom Schaden her eines der allerbesten Videos, also zumindest in den Top 3 auf jeden Fall auf diesem Kanal gezeigt bis dato. Komm, mach ihn in Ruhe weg. Genau so. Sechster Kill. So, jetzt hat er am Hügel noch die Unterstützung vom Tiger. Und jetzt ist er alleine hier gegen die Jungs. Nimmt den raus. Und da jetzt der Patton und aus dem Hinterhalt der Jagd Panther. Und jetzt hat er ihn leider das Munitionslager rausgenommen. Das ist natürlich äußerst bitter. Oh, der Vater. Bisschen zu früh. Und jetzt hat er hier das Problem des nicht schnell drehenden Turms. Und jetzt wird er hier ausmanövriert gegen zwei. Schade, dass der Jagdpanther da so schnell kommt. Und keine Chance mehr, das hier klar zu machen. Aber das war eine 12.000 Damage Runde mit einem unglücklichen Ende. Das ist schade für den Spieler gewesen, weil er sich's verdient hätte, aber das Panzerass redlichst bekommen und dementsprechend war es eine sehr feine Runde. Ja, damit beende ich das Ganze hier. Hoffe, es hat euch gefallen. Wünsche ich weiterhin alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.